Endlich. Nach 3 Millionen Jahren. Okay, schau ich mal, ob ich jetzt hier hochkomme. Nein, anscheinend wirklich nicht. Wo soll ich jetzt sonst hingehen? Bug-using. Da waren die vorhin schon. Und dann bist du in einer Wand gestorben. Okay, anscheinend bleibt mir jetzt gerade im Moment nichts anderes übrig, außer tauchen. Ach man. Markus suffocated in a wall. Und du sollst Beatboxen. Ich soll Beatboxen. Sagt und, wer? Hat das nicht Patrick eben gesagt? Ja, aber er sagte, dass du Beatboxen sollst, wenn du ein Puzzleteil findest. Ach, ich kann nicht Beatboxen, nein. Ja, ich auch nicht. Klasse, ja. Klasse, ihr habt eure bisherige Bestleistung übertroffen. Wir sind mutierte Krabben. Das Puzzleteil gehört uns. Nur im Kampf geben wir es her. Ich will aber jetzt nicht kämpfen. Mutierte Krabben. Ja, du hast doch noch 2 Leben. Und jetzt hast du 3 Leben. Die Münzen sind Herzen, oder? Das sind keine Münzen, das sind Honigwaben. Ach so, ja, das sieht so ein bisschen aus wie so alte Grafikmünzen. Vielleicht konnte man die damals so nicht besser darstellen. Ich hab das Spiel nicht gespielt. Ja, ist ja nicht schlimm. Gut. Wir Krabben haben verloren. Dieses Puzzleteil ist euer Lohn. Pufz, pufz. Klingt jetzt bestimmt voll schrecklich in der Aufnahme, weil ich kein besonders gutes Mikro habe. Och, es geht. Warum sollte das schrecklich klingen? Das weiß ich, kann erstens nicht Beatboxen und zweitens habe ich kein gutes Headset beim Mikro. Dingens. Ich kann auch nicht Beatboxen, aber der Gedanke allein zählt schon, ne? Dass du es genau versucht hast. Jetzt kannst du. Da ist noch ein Puzzleteil. Pufzt, pufzt. Katze! Okay, also die mutierten Krabben haben wir schon mal abgehakt. Merkt ihr das, dass ja, wir schon hier alles haben? Wäre nett, wenn das wir haben hier schon alles. Ich weiß zwar nicht, wo hier ist, aber du wirst sicher wissen, wenn ich sage, dass wir hier schon alles haben. Sag einfach bei den mutierten Krabben. Nisse, mein Besuch will ein Glas. Weiß dein Besuch, gut, wo Gläser gibt? Ja, der Besuch weiß, wo Gläser stehen und der Besuch soll nicht reden. Oh. Ach, das stimmt. Na gut, mein Gott, soll der Besuch reden? Und ich werde nochmal ganz schnell Luft holen, bevor ich abtauche. Zu schlechte Erinnerung. Das ist so unprofessionell. Ein bisschen? Nein. Ein bisschen. Tut mir leid. I'm so sorry. Ach, es liegt nur an mir, nicht an dir. So, komm her, mein kleiner, putziger Freund. Komm her. Ah, gut, hab dich. Also ich weiß jetzt nicht, welches Geräusch wirklich auftaucht, aber ich mache einfach Bling. Bling, es kommt eigentlich Jinjo und da irgend so ein Vlum und also irgend so ein komisches Geräusch, musst du nicht beachten. Gut, wo okay, muss ich jetzt hin? Ja. Nicht zu den mutierten Krabben, weil da waren wir schon. Danke. Das hätte ich fast vergessen. Sag mal, ist das da drüben eigentlich ein springender Toaster gewesen? Nein, das ist ein Bienenstock, ein springender Bienenstock. Gut, Bienenstöcke können hüpfen. Wusstest du etwa nicht, ach, dass ja, sie springen können? Doch, es passiert beständig, dass ich auf einer Straße gehe und dann liegt da ein Bienenstock rum und der hüpft mir dann auf einmal davon. Naja, so in der Art nicht, aber... Okay, hat dein Besuch jetzt eigentlich ein Glas bekommen? Ja, der hat sich selber eins geholt. Ach so. Mein Besuch. Kein Besuch. Und ich bekomme keinen Besuch. Oh. Tut mir leid, dass wir so weit auseinander wohnen, sonst würde ich dich auch mal besuchen. Oh, alles nur Ausreden. Nein. Ach, dann würde ich auch in deine Aufnahme platzen. Das würde mich eher weniger stören, ich meine, ja. Ich meine, bis jetzt habe ich eigentlich noch nie jemanden neben mir sitzen. Doch, ja, doch, natürlich hatte ich schon jemanden neben mir sitzen. Aber selten hatte ich jemanden neben mir sitzen. Bei einer Aufnahme. Nein. Das ist halt was Besonderes, wenn Leute in die Aufnahme platzen. Das hat dann so einen gewissen Effekt.
So. von Unprofessionalität. Das ist nicht unprofessionell, das ist ein Teil deines Let's Plays. Das war alles geplant. Ach, stimmt ja. Ja, stimmt. Ich hatte ja so einen Plan entwickelt. Stimmt. Genau, und das zeigt, dass wir beliebt sind. Ja, das stimmt. Okay, aber irgendwas würde ich dich jetzt fragen. Wenn ich mal nicht vor so ein Erbsengedächtnis hätte. Hast kein Erbsengedächtnis, du hast nur eine sehr Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. ja. Schön, dass wir das geklärt hätten. Das wissen wir alle, wie Markus' Gehirn aussieht. Das ist ein großes Sieb. Ich sagte nicht, dass mein Gehirn so aussieht, ich sagte, dass mein Gedächtnis so aussieht. Ja, der Teil deines Hirns, der dafür verantwortlich ist, sich Dinge zu merken, sieht aus wie ein Sieb. Stirb, mein Freund. Endlich! Jetzt ist die Frage, wo müssen wir hin? Das weiß ich leider nicht. Nicht zu den mutierten Krabben. Okay, danke. Ey, das habe ich schon wieder vergessen. Moment. Da komme ich hoch und auf der anderen Seite nicht? Mobbing? Achso, das ist ein Stück höher. Was ist das überhaupt, was da rumschwirrt? Ein Leben. Ah. Das ist kein Up-Pilz oder One-Up-Pilz, sondern halt einfach nur so ein kleiner Benjo-Trophäe-Dingens. Er aussieht wie ein Oscar. Genau, sowas wie Oscar. Genau deswegen entstand der Genau. Der Oscar, der Stars verliehen wird, ist durch Banjo-Kazooie entstanden. Die wollten den Stars nämlich nur ein neues Leben geben. Ja, genau das, was du gesagt hattest. Und hört mir die Knöpfe smasht. Komm, 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 komm. Ein paar Eier mit einsammeln. Könnte man hier gebrauchen. Eier. Problem. Oh, da ist. Ich sehe was. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen. Ich habe kein Problem damit, aber das beweist, dass du männlich bist, weil du Eier sammelst. Oder du Nein, bist der Osterhase. der Osterhase verteilt sie und sammelt sie nicht. Ja, vielleicht hat er zu viele verteilt und sammelt sie wieder ein. Ach, als wenn ein Osterhase sowas machen würde. Gibt ja irgendwo Ich keinen Sinn. trinke einen Schluck. Ich bin ganz unprofessionell und trinke in einer Aufnahme. Das sehe ich jetzt als Mobbing. Moment, war ich da schon drin? Nein. Okay, dann. Nee, Moment, da kam ich, oder? Ja. Ach, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Ich glaube, sollte ich jemals mit irgendwelchen Let's Plays anfangen, weil die Leute das wollen, irgendwann, Ja, erzähl. dann werde ich auch immer in der Aufnahme trinken und essen. Ja, das, was man eigentlich machen sollte, ne? Ja, hallo, das ist Pflicht in einer Aufnahme zu essen und zu trinken. Das zeugt von Professionalität. Das wollen die Leute sehen. Wovon du gerade sprichst, ich will gleich mal was trinken. Das ist Okay. unprofessionell. Stimmt doch gar nicht. Natürlich. Das war sehr lustig. Bei berühmteren Let's Playern, ich möchte jetzt keine Namen nennen, es ist ja so, dass die nicht essen oder trinken in irgendwelchen Aufnahmen und die Fans dann so sagen, ja, iss doch mal was oder trink was, während du aufnimmst. Es ist ja auch zum Teil so, dass berühmte Let's Player auch mal so, naja, rülpsen und alles. Das ist denn eher das, was nicht so mein Fall ist, aber ich meine, gut. Ja, das gehört da nicht zum guten Ton, aber ich finde, das ist das nicht so schlimm, wenn man nebenbei eine Tüte Chips stehen hat Na oder ja, Cola trinkt. darüber lässt sich streiten. Nee, Cola trinken, okay, solange man nicht gleich danach rülpst. Mädchen rülpsen ja sowieso nicht und pupsen können wir auch nicht und stinken tun wir auch nicht, weil wir schwitzen nicht. Erzähl mir mehr über Mädchen. Ich glaube langsam, nein, ich will kein Mädchen werden. Nee, es ist doch immer so. Mädchen können gar nicht rülpsen. Mädchen können auch nicht pupsen. Mädchen können auch nicht schwitzen. Wir können nur Sandwiches machen. Gut, dass Oh. ich morgen gegessen habe, sonst würde ich jetzt Hunger kriegen. Ja, aber ich habe jetzt Hunger, danke. Tut mir leid. Nee, das musst du jetzt auch nicht mehr leid tun. Jetzt habe ich schon Hunger.
Om nom nom, diese Joghurt-Gums. Kann ich hier irgendwo auch Luft... Ah, Luft holen. Luftblase, komm her. Ah, Luft. Und erst diese Cola. Was, Cola? Ich hab doch gesagt, ich bin total unprofessionell. Ich trinke Cola und esse Joghurtgums. Nein. Man sollte mich ins Gefängnis stecken dafür. Das stimmt. Ab in den Frauen... Nein, Frauenknast, das klingt aber negativ. Blub, blub. Achso, du. Da muss ich zumindest... blub, blub, jetzt heiße ich nicht mehr mitbekommen. Bla, meine Blasen, Luft wird knapp. Blub, blub. Ich war nicht schnell genug, das vorzulesen. Aber er hat irgendwas mit Blasen gesagt. Ja, das klingt irgendwie negativ. Nein, ich glaube, er heißt Glub und wir können in seinen Luftblasen atmen, wenn die Luft knapp wird. Blub, blub. Das wollte er uns wahrscheinlich sagen. Dann soll der Blub, blub Fisch ruhiger kommen. Da ist ein grünes Viech. Komm her. Mit den Luftblasen. Und da sind... Blasen. Muss kaputt machen. Nein, ich will jetzt nicht die ganze Zeit die Blasen hinterher schwimmen. Okay, jetzt wird die Luft knapp. Du solltest jetzt nicht sterben. Ich bemühe mich. Noch eine Luftblase. Ist halt nicht so einfach. Let's sammelte Luftblasen. Ja, dann sammel auch ein, du. Geht doch. Also irgendwie die Unterwasserpassage gefällt mir jetzt sowas von nicht. Und ich konnte Passage aussprechen. Jetzt kann ich noch nicht mal Deutsch sprechen. Passage. Ja, das konnte ich jetzt eben schön aussprechen. Komm her, Note. Aber wie schon gesagt, Unterwasserlevel sind scheiße, egal in welchem Spiel. Ach, ich sag mal so, in manchen Spielen geht das ja. Aber auch nur in manchen. Nee, also ich habe das jetzt kein Spiel gespielt, wo mich die Unterwasserteile nicht aufgeregt haben. Komm, Fisch, gib mir Luft. Gib mir Luft. Nein. Komm her. Nicht wieder an einer Wand ersticken. Ja, apropos Wand. Ich hat zwar nichts damit zu tun, aber ich muss den jetzt mal ein bisschen hinterher schwimmen wegen Luft. Noch mehr. Appensmashing. Danke. Bitte schön. Also ich meinte, ja, oder danke. Fisch würde mit dir reden. Okay, jetzt habe ich dich auch eingesammelt. Es fehlt nur noch rosa und ich glaube braun. Braun gibt's gar nicht, orange. Achso, das war orange, das sah so braun aus. Boah, wie langsam man auch schwimmt, ey. Kannst du gar nicht vorstellen. So. Doch, kannst du... Ich brauche Luft. Ich hoffe, die Unterwasserpause... Du hast mich schon angesteckt damit. Ich hoffe, die Unterwasserpause... Ich brauche Luft. Ich könnte ins Mikro pusten, aber ich glaube, das bringt dir nicht viel. Nein, aber trotzdem... Oh, danke. Fürs Bitte Angebot. Schön. Irgendwie muss ich hier reinschwimmen. Das habe ich schon verstanden. Na, wie jetzt? Ich habe keine Ahnung. Musst du das drehen? Ja, ich kann ja nicht einfach mal so die Hände anpacken und da dran drehen. Das geht ja nicht so. Aber anscheinend, ja, ich muss irgendwie durchschwimmen, damit drehe ich das irgendwie. Aber erstmal Luft holen. Ich habe leider keine Ahnung, wie das funktioniert. Mal gucken. Kannst du es greifen und ziehen? Ah, okay, ich muss dreimal durchschwimmen. Okay, verstanden. Ah, sieh an. Was passiert jetzt? Okay, irgendwo ist irgendwas passiert. Der Wal schwimmt noch um. Gib ein Puzzle, yay. Und jetzt lass mich verdammt nochmal hochschwimmen. Und hey, gleich muss ich wieder Beatboxen. Danke für die Hilfe, Luft, eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken.
Ich weiß nicht genau, was der erste Satz war. Ich habe ihn nicht ganz mitbekommen. Ich musste Schmerztabletten rauskramen. Er sagte Danke. Gut. Ja, das habe ich gelesen. Ich habe es ja vorgelesen. Ja, mehr ich war sagte noch nicht er in dem Moment nicht. Komm ich schnell hoch? genug. Ja.